Wahoo, da bin ich wieder. Ich habe ein paar Sachen erledigt, Level-Ups besorgt, beziehungsweise ertrainiert. Die werden langsam echt teuer. Deshalb auch mein aktueller Geldstand. Ein paar Sachen auf Experte gebracht. Wie zum Beispiel Seelenmagie oder Streitkolben hatte ich vorher doch. Zum Beispiel Seelenmagie, Hust. Als Beispiel. Beispiel, 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 Beispiel. Noch fünfmal. Beispiel. Derzeit haben wir von hier aus, von den Reisemöglichkeiten, können wir mit dem Schiff nach Everly fahren oder zur Bracada-Wüste und mit dem Stall kommen wir nach Erazia. Das ist alles derzeit nicht unbedingt das Beste, aber von Everly. Ahoi! Willkommen an Bord! Von Everly aus kommen wir doch. Runter von meinem Schiff! Ihr habt nicht genug Gold! Peinlich. Was ich sagen wollte, von Everly kommen wir ja recht gut zu der zum Elfengebiet. Und jetzt muss ich irgendwie an Geld kommen. Ich habe da jedenfalls vorhin noch einen Geldhaufen am Strand gesehen. Da hinten am Horizont sieht man ihn schon. Und wo wir gerade beim Strand sind, es gibt hier noch eine Insel etwas weiter links. Da könnten wir auch hin. Das wird später für die Priesterquest nochmal erforderlich, dass wir dort was erledigen. Das könnte ich auch jetzt schon tun, ohne dass wir wissen, was das für eine Aufgabe ist. Es ist nicht unbedingt die einfachste Sache, da unten zu erledigen. Aber ich glaube, ich habe mich gerade entschieden, dahin zu gehen. Das Ganze braucht ein paar HP oder halt Wasser. Atmungstränke oder Wasser wandeln als Fähigkeit. Da wir all diese drei Möglichkeiten nicht besitzen, laut fliegen könnte man auch noch. Müssen wir das so erledigen. Hier gibt es dann Läden, ein Waffen-, ein Rüstungsladen. Nicht, dass wir uns da preislich irgendwie was holen könnten, aber es sind ganz Sachen, die ganz in Ordnung sind. Sowohl im Standard als auch in den Spezialsachen. Und wo wir gerade bei Sachen, die ganz in Ordnung sind, ich habe vorhin ein bisschen Bartrolle auch besiegt in der Phase, wo ich ihn aufgenommen hatte, und da gab es dann so einen schicken edlen Plattenpanzer und den Schild hatten wir schon vom Drachen bekommen. Das heißt, die Ausrüstung ist hier, was die Rüstung angeht, schon mal ganz in Ordnung. Das Ding müsste ich reparieren, das kann ich ja eben hier machen. Guten Tag. Da haut mir ja keiner den Kopf ab. Normalerweise. Ach so, wow, ich hätte es fast verkauft. Whoopsie. Ah, meine Güte, fast 300 Gold Danke. dafür. Ich werde ja noch arm. Wie dem auch sei, hier gibt es eine Höhle zu erkunden. Und ein Schiff, aber das ist nicht weiter wichtig. Ich heile noch eben schnell das Trüppchen voll. Und daraus ausgehend Lasst uns etwas sind wir schon die ersten Gauner da hinten. Um es ein bisschen genau darzustellen, mache ich es besser mit dem magischen Auge. Und ein bisschen Fackellicht kann auch nicht schaden. Lachhaft. Na, ich würde mich nicht zu früh freuen in diesem Gebiet. Aufwecken, naja. Bringt's noch nicht. Das hat später Bewandtnis und ach, klar, dass ich mich während der rundenbasierten Phase nicht bewegen kann. Ich würde hier wirklich erstmal langsamer vorgehen. Die Feinde sind zwar nicht in der Masse vorhanden, aber es gibt dann schon mal den Fall, dass plötzlich ein Haufen von übermäßig starken Zeug in die Ecke herankommt. Da zum Beispiel sind schon die ersten Meisterdiebe. Und ich weiß, dass zumindest die Dinger eine ziemliche Gefahr darstellen können. Wenn sie zu nah rankommen. Andernfalls kippen sie halt im Fernkampf um. Die Gauner sind nicht das Problem. Das Einzige, was wirklich gefährlich sind, sind die Meisterdiebe. Ansonsten haben diese Typen keine wirkliche Gefährlichkeit, was sage ich da bloß? Einen Ringe haben wir erhalten. Das hatten wir den schon vorher? Absolut wertlos. Na, scheinbar nicht. Du bist auch noch Geschichte? Ich weiß nicht, wer schlechter stirbt, die Gauner oder die Diebe? Ich glaube, die Diebe. Also die normalen, versteht sich. Ein Bogen. Absolut wertlos. Leider ja. Ich hätte gerne einen schönen gehabt. Absolut wertlos. Habe ich schon x-mal das Teil, also brauche ich da auch kein neues mehr von. Da kommt derzeit niemand runter. Was ich nämlich weiß, ist, dass hier ein Geheimweg zu finden ist. Oh, da.
War doch gerade was. Ein rot, ein schwarzer Geist, das sind die schlimmsten. Wir können hoffen, dass wir den irgendwie wegkriegen und der, ja, der kann nämlich Leute bewusstlos schlagen. Und das Ganze ist relativ eindeutig problematisch, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Ach nee, ich kann ja nicht agieren, ich muss ja mich bewegen. Wir nehmen uns kurz einen Schluck aus dem Elixier. Das ausgerechnet der erste Geist, den betreffenden Schwarzer ist. Jetzt nicht rassistisch gedacht, aber wirklich das Gefährlichste von dem, was es hier gibt. Und dass ich dabei noch so schlimm eingekreist bin. So viel HP haben wir zum Glück im Vergleich zu anderen Gegnern nicht gerade. Aber schön ist das trotzdem nicht. Ein Instant Knockout, ohne dass die HP auf Null sinken müssen vorher. Dass das ein Problem darstellt, sollte klar sein. Und das ist ein brauner Geist. Die sind nicht ganz so schlimm. Hilfe! Aber auch die haben ihre ganz eigenen, relativ fiesen Tricks. Ich würde die Typen gerne loswerden, aber das hat sich schon auch gerade geklärt. Hilfe! So halbwegs. Na, Feuerstrahl ist vielleicht hilfreicher, als ich in Erinnerung hatte. Vom Schaden her. Gut. Was? Da oben ist auch noch was? Ich sehe aber gerade nicht, das heißt, wir schließen auf den Dieb auf und holen uns den und dich, Arelle, legen wir auch noch. Und wir kommen der Sache, die wir hier suchen, gar nicht mal so unschnell näher. Hier hinten ist nichts, ich habe schon Vermutung gehabt. Hier wird nämlich irgendwas geschossen. Es gibt hier irgendwo ein Loch, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir eine Kiste, wo nichts drin ist. Das ist ein Witz, oder? Und wenn wir vorher hier draufstehen würden, bevor wir es öffnen, würde nicht was rauskommen. Aber da wir nicht da drauf standen, ist das alles kein Ding. So, wenn wir hier oben reingehen, wird es nochmal gefährlich. Dort gibt es nämlich ein paar Meisterdiebe. Und noch anderes Zeug, glaube ich, hier rausgehen. Das sollte man vielleicht vermeiden. Wie viele sind denn das davon, frage ich mich gerade. Ich halte mir auf jeden Fall den Fluchtweg offen. Und den haben wir so gut wie. Der ist so gut wie platt. Corti ist platt. Bitte, kann ich auch wieder drankommen? Danke, aber auch. Wir hören Schritte außerhalb. Und haben einen Totmeister-Dieb. Die behalten echt nicht viel aus. Für das Loch können die zum Glück nicht laufen. So, die Zeit nutze ich kurz und brauche mir einen Trank, obwohl ich hab gar keinen Platz dafür. Hervorragend. Aus Trollblut. Die haben nämlich eine etwas höhere Stärke und dadurch kommt man zu mehr HP. Na gut, das Schlimmste haben wir, glaube ich, schon fast geschafft. Jetzt, wo die Meisterdiebe hier weg sind. Deshalb heilen wir kurz die Sachen hoch, die wir verloren haben. Ich will mal kurz nachgucken, wie viel es eigentlich heilt. 5 plus derzeit 3 pro Punkt. Das müssten inzwischen an die 26 Punkte sein. Ja, das könnte stimmen. So, und wir sehen nach, seit es Experte ist, geht es ja auf einen Schlag auf die ganze Gruppe. Und man sieht auf dem Radar, hier kommen Feinde und Skelette sind darunter. Gott, ich wollte irgendeinen Satz bilden, den ich jetzt voll vergessen habe. Und auf diesem Deck... Oh, so viele waren das. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Naja. Hilfe! Hätte ich jetzt einen Seelenmagie-Zauber, den ich nicht habe, könnten wir die Sache etwas sinniger klären, aber das Ganze sollte auch so funktionieren. Gut. Es gibt auch hier wieder drei Arten Skelette, Skelettkrieger und Skelettlords. Von den Lords sind zum Glück keine dabei. Aber insgesamt gehören Skelette noch mit zu den einfacheren Feinden, die man trifft. Zum Glück. Wobei man sie am Anfang des Spiels nicht und nicht unterschätzen sollte. Denn sehr weit sind wir eigentlich noch nicht unbedingt gekommen. Ja, das war's soweit für die Dinger. Oh, Geschick permanent. Das war genau richtig in dem Fall für ihn. Auch wenn es Zufall war. Ein rotes Fass. Stärke, ein gelbes Fass für Genauigkeit.
oder Geschick ist fast dasselbe. Reaktion und nochmal Reaktion und Geister, die braunen. Oh. Hilfe! Na, die sind aber machbar. Die Weißen haben auch einen negativen Effekt, die können einem nicht Furcht einflößen oder so. Das kann aber auch nützlich sein, zum Beispiel für Kämpferklassen, die verlieren dadurch nämlich keine Attribute, die für sie wichtig wären, meines Wissens nach. So, und was suchen wir hier eigentlich nochmal? Das hier suchen wir. Und das ist ein story-relevanter Gegenstand, das man dadurch mit... Oder... Ja, es ist ein story-relevanter Gegenstand, da wir ohne den einen Ort nicht erreichen können, den wir brauchen. Und deshalb, wer keinen sechsten Sinn hat, der hat hier wohl gelitten. Oder sucht sich den Ast ab. Wertlos. Jedenfalls haben wir hier zwei Kisten. In der einen ist Geld und ein bisschen Dreck. Absolut wertlos. Ja. Nichts wirklich Erstaunliches, aber in dieser Kiste findet sich noch mehr Geld. Schwefel, das nehme ich mit. Und eine Karte zur Evermorn-Insel. Die ist absolut wertlos. Wir müssen erst Platz dafür machen. Die ist notwendig, um die Aufgabe abzuschließen. Und wird erfordert, um die Route freizuschalten, mit der man zur Evermorn-Insel fahren kann. Und man könnte sich jetzt denken, was hat das mit der Story zu tun? Ganz einfach. Es gibt eine Quest, die sich ohne die Evermorn-Insel nicht erledigen lässt. Und die ist wichtig, dass man das Spiel beenden kann. Deshalb kann man es so als halben Sequence-Break ansehen, dass ich das hier schon vorher gemacht habe. Aber was soll's. Gut, hier haben wir ein bisschen Gold. Noch ein paar Untote. Ich meine, denke mir, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch den Rest noch abklappern. Außerdem bekommen wir dadurch schon mal einen kleinen Eindruck darauf, was uns auf den Hügelgräbern erwarten wird. Die werden auch nochmal lustig, sage ich euch. Aber na gut. Wenn wir das Ding endlich weg haben, wenn ich es mal wieder treffen würde. Wofür caste ich eigentlich Segen, wenn ich sowieso nicht treffe? Naja, vielleicht einfach aus Prinzip, dass ich, wenn ich schon mal treffe... Nein, ich treffe dadurch ja besser. Nicht härter. Naja, ich rede wieder Füllefanz. Das sollte ja bekannt sein. Und es liegt noch Zeug auf dem Boden. Ein Bogen. Könnte nützlich sein. Ja, ich glaube, den könntest du noch gebrauchen. Weg mit dem Kack. Und dann lag hier noch ein Gegenstand rum. Ein Ring. Oder ein Gürtel. Oder ein Ring. Ein Ring. Warte mal, das sieht irgendwie aus. Naja. Sieht aus, als könnte was draufstehen. Arschnan, Kimper, du. Der reinste Plunder. Graziöses Schwert, wenn ich das nur anziehen könnte. Aber ich kann es anziehen. Problem ist nur, dass ich es nicht anziehen werde, da es vorerst noch nicht so das Wahre ist. Obwohl, warte mal. Mit ihm habe ich doch derzeit Dolch auf 7, ohne Experte zu sein. Prinzipiell könnte ich mal eine Zeit lang drüber nachdenken, eventuell ein Schwert in die Hand zu nehmen. Das habe ich mit ihm mal gelernt. Und wenn er Dolch-Experte wird, kann er ja den Dolch in die Nebenhand nehmen. Vorerst. Deshalb machen wir das so. Ich glaube, es gab noch irgendwo einen versteckten Gegenstand. Hier fragt mich bitte nicht, wo. Naja. Selbst wenn, der ist eh nicht so hilfreich und... Naja. Dann heilen wir noch ein bisschen. Es gibt nämlich noch ein paar Geister, die außerhalb des Schiffes sich rumtummeln. Und wie komme ich hier nochmal raus? Springen versuche ich gerade. Das will irgendwie nicht so unbedingt. Und da unten... Ja, ich weiß, dass da eine kleine Stufe ist.